Geil, wie die Sonne aufgeht. Wenn ich das Ding jetzt abgeschossen habe, bist du am Hieb? Das habe ich gerade voll verkackt. Wegen seiner Hüfte. Nein, der Pfeil kam nicht von hier. Guck mich hierher. Hier ist rein gar nichts. Hör auf, die Palme da zu bewegen. Sie haben mich noch nicht entdeckt. Oh. Wenn der angelaufen kommt, ne? Dann bin ich im Arsch. Ernsthaft, du warst doch gar nicht mehr gelb. Du willst die Bäume nicht kaputt machen. Wieso komme ich jetzt hier nicht weiter? Lalalalalala. Ich bin der Baum. Ist der hier in der Nähe? So eine Range raus. Na gut. Ist jetzt nach da hinten gelatscht? Ernsthaft? Typ ist irgendwie nicht ganz normal. Nicht das erwartende Teil von mir? Sein Dachl-Scheiße da. Bewegt er sich, ja. Hm. Lass nicht sehen. Habe ich sie da doch runtergeschossen? Hat man hier keine Panik. Der Titanic. So sein Hinterteil noch abschießen. Was ist das Ding? Was ist abgegangen? Ey, Eloy. Ne. Bum, bum. Oh, der ist gleich hier. Ganz grüchtiger, alles gut. Hi. Bin ich am Arsch. Kann es irgendwie nicht sein lassen, ich weiß. Ich weiß, ich kann nicht anders. Ich muss das machen.
zu verlockend. Ah, was hat denn der für eine Range? Nee, keine Planänderung, einfach Pfeile herstellen. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass der über die Bäume klettern will. Ey, da hat mich dieser Scheißstrahl hier erwischt. Das ist das, was ich nicht verstehen werde. Und mit den anderen Pfeilen. What the fuck? Habe ich gerade gar nicht mitbekommen, dass er die Dinger da schießt. Wo war das? Was machst du denn da, Eloy? Direkt vor seiner Schnur. Wandsteil erwischt. Durch den Zufall. Ja, klar. Hat er das von mir abgeguckt? Nicht mehr so weit werfen. Wieder getroffen, Arschloch. Nochmal getroffen. Wieder getroffen. Ist der Arsch abgehauen? Ich weiß es nicht. Wenn den der dich nicht treffen, ey. Grüße dich, Iana. Schöne Grüße an deinen Machern. Ah, danke für die Grüße. Ja, mir geht's gut. Heute letzten Tag einen Hund hier gehabt. Der Hund wollte auch irgendwie nicht so weg. Das kann ich nicht durch die Bäume werfen. Aber das schon. Also dort.
Junge bei einer Geburt, ey. Wo hart wurdest du noch nie durchgenommen, ey? Den Rest macht der Bohrer. Da noch ein Abschiedstürmchen hier gelassen. Das war der letzte Furz. Jetzt habe ich alle. Mann, das wurde aber auch mal Zeit, ne? Leck, komm hier. Hey, harte Kiste, ey. Wegen Leckerlis, die er ständig bekommen hat, denke ich mal. Nee, bei mir gibt's das nicht. Und ist eine Sie. Genau. Bei mir, ich bin nicht so der Typ, der immer Leckerlis gibt. Die Besitzerin hat mir Leckerlis gegeben, aber die Hälfte der Tüte ist immer noch voll. Und ich hatte die für 2 Tage. Das waren die Leckerlis für 2 Tage. Gut, einen Vorrat zu haben. Aber für eine 14-jährige Dame ist die echt heftig drauf. Vor allem im Spazierengehen. Wenn es dann sie gepackt hat, ne, dann zieht die, holla die Waldfee. War ich ganz froh, dass ich heute mal ausnahmsweise mir mal die Schleppleine geben lassen habe. Ich bin kein Fan von diesen Schleppleinen. Ja, oder Flexileinen. Ja, fleck die Leine. Ich bin eher so für die feste, stabile. Hat man mehr Kontrolle. Und der Hund weiß auch mehr über dich Bescheid. Über die Plexileine. Wow. Ja. Hat Spaß gemacht. Erst wollte er da diesen einen Weg nicht lang gehen. Nee, schöner ist bei mir nicht dieses... Ja, dann gehen wir wieder zurück, damit es dir besser geht, sondern wir gehen jetzt da weiter. Naja, als sie dann dieses Stückchen da dann hinter sich hat. Oh ja, es macht ja Spaß und los und jetzt und Gas geben. Da war sie nicht mehr zu halten. Ich muss nachher mal ein Bild ins Discord schicken. Wobei, Schatz, du müsstest ja auch das Bild haben, ne? Kannst ja mal in Discord schicken, wie sie hier am Pennen ist. Die war dann fertig mit der Welt. Wollte dann nicht mehr. Aber wie so ein junge Göttin, ne? Aber rumlaufen, die Treppen hochspringen, ne? Und dann die Besitzerin sagt, hey, bei mir, der kriegt sie die Treppen hoch und bei dir springt sie die Treppen hoch. Wir wollen jetzt nach Hause fahren. Oh, muss das sein? Kann ich nicht hier bleiben? War gestern genauso, ja. Hab ich sie übernommen, ne? Ja, willst du mich noch Tschüss sagen? Oh, muss ich? Das war schon geil. Muss ich sagen. War schön. Schön mal wieder einen Hund hier zu haben, aber... Ich weiß, warum ich derzeit irgendwie noch nicht so weit bin. Ist wie mit fremden Kindern. Du hast einen Tag hier und abends kannst du sie wieder abgeben. Aber heute wieder, ne? Mir nicht von der Seite gewichen, ne? Ja, was ich in der Wohnung irgendwie gemacht habe, ne? Ich war mit dabei. Beim allerersten Mal, wo ich sie hatte, ne? Oh, ich leg mich jetzt hier hin und pinn. Da habe ich in der Wohnung getan und gemacht, was ich wollte, ne? Überhaupt kein Problem. Jetzt die letzten 2 Tage. Nee, ich weiche dir nicht von der Seite. Kannst du sowas von knicken? Ich bleib bei dir. Ja.
Aber was sagte die Besitzerin? Sie liebt mich. Das merkt sie jedes Mal, wenn ich da bin und bei ihr dann in den Laden reingehe. Ne? Sie ist bei mir. Das ist geil. So, jetzt will ich erst nochmal. Last but not least. Schlachtrücken hier einschalten. Dafür haben wir so hart gekämpft. So. Überbrückung herstellen. So. So, steht die Überbrückung her. Aber wenn ich das mal gewusst hätte. Aber können wir eh machen, weil ich habe die Teile. Vom Versänger habe ich tatsächlich auch die Teile schon. Nebenbei gesammelt. Ah, okay, bei der Feuerklaue. Okay, wann bin ich groß auf die Feuerklaue? Und den Panzer, den habe ich jetzt 2-3 Mal bekämpfen müssen. Pirscher Handgenerator habe ich einen, stimmt. Aber Pirscher sind jetzt nicht schwer platt zu machen. Panzerschnapper schon. Bärchen, dann muss man gucken, wo dieses Beutelgewebe ist. Falls es nicht wieder was ist, wo ich ihn komplett töten muss, dann ist es einfacher. Aber Feuerklaue ist einfacher wie diese verkackte Wildkröte. Und Pirscher ist ganz easy. Ansonsten habe ich alle. Das waren die jetzt vom letzten Dings. Ne? Brutstätte. Habe ich mir mal jetzt als Aufgabe gemacht, damit es drin ist. Ist das kein Problem. Aber ich will endlich dann gleich den Arm sehen. Nur wollen die anderen schon wieder alle mit mir sölzen. Könnten wir reden? Willst du dich outen? Wo ist Beta? Kannst du unten? Ja, normalerweise ist er mal unten. Jetzt gehofft, dass ich vielleicht hier irgendwie... Nee, hier ist er. Nee, das ist die andere. Hast du Beta gesehen? Wollt ihr nicht Freunde werden? Sie sieht auch so aus wie Sobek. Hier komme ich gleich. Und natürlich, Daten beschädigt. Irgendwie gerade die Stelle nicht, um runterzukommen. Vito! Vito! Hier ist dein Alpha! Bin ich da unten echt jetzt gerade nicht rein? Die Tür ist zugeschlossen? Ich will wohl gar nicht quatschen, wa? Hör auf, stimmt! Sieht wie eine Art Wartungsraum aus. Nein, die war ich noch nicht drin. Nur, dass ich die jetzt aufstellen konnte. Entschuldigung. Ja, Fianne, da muss ich hier recht gehen. Das ist wirklich eine schöne Hündin. Wohin das wohl führt? Ich hab sie echt lieb. Das sagt meine Frau immer, das ist die einzige Frau, auf die du nicht eifersüchtig sein musst, ne? Und wenn sie keine 4 Pfoten hätte, dann hätte sie ein Problem. Okay. Ich rein, die Energiezelle muss ich irgendwo hinbringen. Gehe ich runter oder muss ich die einfach nur hier einschieben? Ja. Ne, muss ich irgendwo mit hinnehmen. Erste Energiezelle wird eingeführt. Hat geklappt. Aloy, hier sind gerade Lichter angegangen. Warst du das? Nein. Oh. Ja,
Ich schätze schon. Das ist noch eine Energiezelle. Wird doch dann bestimmt hierfür sein, aber... Wie kommen wir da hin? Hier bin ich. Bitte mal schauen, ne? Eloy kann sogar Lichter anknipsen. Nicht nur aus. Sie haben hier zwei Energiezellen, also wird doch die zweite auch für irgendwas benötigt. Dann nehmen wir mal kurz mit. Wird ja nicht schlecht. Hoffe ich mal. Ich lasse die lieber hier unten. Will ich ja auch, hallo. Mädel, ich will sie dahin. Ich sollte die hier unten lassen. Will ich? Oh, Alte! Jeden verkehrt. Ist gut. Aber irgendwie nicht zu beten. Mein rechtes Bein sah heute aus wie ein Stachelschwein. Ich hatte doch Akupunktur.